Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Charakter Sarabi und ihrer Geschichte. Wenn du dich für König der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo. Und nicht vergessen, diesen Sonntag um 18 Uhr kommt My Pride Folge 2. Einschalten. Bitte. So, aber nun genug der Eigenwerbung und starten wir los mit dem heutigen Video. Wir alle kennen Sarabi aus dem ersten Film von König der Löwen. Sie ist Mufasas Partnerin und die Mutter von Simba. Sie ist eine kräftig gebaute Löwin mit dunkelbeigem Fell und rotbraunen Augen. Ihre Enkelkinder sind Kion und Kiara. Der Name Sarabi bedeutet Illusion. Wo kommt Sarabi vor? Sarabi kommt offiziell nur im ersten Teil und im Remake vor. In beiden Filmen wird Sarabi nach Mufasas Tod von den Löwinnen als eigentliche Königin angesehen. Das fand Scar, naja, so semi-gut. Und im Remake wollte er sie auch zu seiner Königin machen. Im Remake erfahren wir außerdem, dass Scar schon länger etwas von ihr wollte. Sie zog Mufasa ihm aber vor. Auf den Zeichentrickfilm trifft das Ganze allerdings nicht zu. In einer der nicht veröffentlichten Szenen sehen wir, dass Scar sich an Nala ranmachen wollte. Hat tatsächlich beides nicht wirklich geklappt. Blöd gelaufen. Sarabi hätte tatsächlich im zweiten Teil eine größere Rolle haben sollen. Allerdings wurde das Drehbuch nochmal umgeändert, als ihre englische Synchronsprecherin starb. Kommen wir auch schon zur letzten Frage für heute. Was geschieht mit Sarabi in der Fanszene? Viele Zuschauer glauben, dass Sarabi doch im zweiten Teil vorkommt. Sie soll eine der vielen Löwinnen gewesen sein, die bei Kiaras erste Jagdszene im Hintergrund standen. Es gibt auch ein paar Zuschauer, die glauben, dass Serafina, also Nalas Mutter, ihre Schwester sei. Das ist allerdings auch nicht bestätigt und ich glaube auch nicht wirklich daran. Denn es würde nämlich auch bedeuten, dass Nala Simbas Cousine wäre. Es gibt tatsächlich auch ein vergleichbares Beispiel in den König der Löwen Filmen, an dem man festmachen kann, dass Sarabi und Serafina keine Geschwister sind. Im Drehbuch von König der Löwen 2 wollte man zuerst festlegen, dass Kovu der wirkliche Sohn von Scar ist. Das hat man aber deshalb verworfen, weil Kovu dann der Cousin von Simba wäre und Kiara und Kovu wären in dem Fall verwandt. Im Prinzip also ganz gleich wie bei Sarabi und Serafina. Ach, und wenn wir schon bei Kovu sind. Eine Zuschauerin hat mir in den letzten Tagen diesen Stammbaum zugeschickt. Ich möchte hier allerdings nochmal klarstellen, dass wir nicht wissen, wer Kovus Eltern sind. Möglicherweise ist Zira seine Mutter, möglicherweise aber auch nicht, wir wissen es nicht. Es gibt keine offiziellen Quellen dazu. Außerdem, der Stammbaum, den ihr hier seht, kann sowieso nicht offiziell sein, da Cooper und 22 andere Löwen auf diesem Bild nicht offiziell bestätigt wurden. Die Charaktere Cooper, Toyo, Tama, Malka, Kula und Kumwe kommen in der Buchreihe Six New Adventures vor, die nicht offiziell ist. Und dann kommt auch noch dazu, dass in dieser Buchreihe Malka nicht der Vater von Tama ist. Denn Tama, Toyo, Malka, Kula und Kumwe sind einfach nur Freunde von Simba und Nala, die in diesem Buch vorkommen. Also stimmt dieser Stammbaum an der Stelle sowieso nicht ganz. Aber wir schweifen schon wieder komplett vom Thema ab. Inoffiziell ist Sarabi aber auch die Großmutter von Koopa. Viele Fans glauben aber auch, dass Sarabi beim Endkampf in König der Löwen 2 gestorben ist. Ich persönlich glaube das nicht, dazu war die Stimmung am Ende tatsächlich etwas zu fröhlich. Denn in dem Fall könnte ich mir auch vorstellen, dass Simba etwas mehr getrauert hätte und nicht direkt fröhlich wieder zum Königsfelsen zurückmarschiert wäre. Außerdem sehen wir Sarabi nirgends irgendwo als Himmelserscheinung, wie beispielsweise Mufasa. Aber was sagt ihr dazu? Hättet ihr gerne einen zweiten Teil gesehen, wo Sarabi eine größere Rolle spielt? Oder habt ihr noch Fakten oder Theorien zu Sarabi? Schreibt sie mir gerne in die Kommentare. By the way, die Quellen zu den Videos sind immer in der Videobeschreibung unten verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Video und am Sonntag bei der zweiten Folge von My Pride auf Deutsch. Bis dann!